Ganz Südamerika lässt sich super in einem einzigen Jahr bereisen. In dieser Folge erfährst du die perfekte Reiseroute. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Wo kommst du her? Wo bist du denn schon gewesen? Und wohin reist du weiter? Das ist das Standardgespräch. Diese Fragen werden dir immer und immer wieder gestellt. Und ich zeige dann immer am Handy eine Karte, die ich gebastelt habe. Also so ein Screenshot aus Google und dann rote Pfeile, in welches Land ich im Jahr 2023 oder auch die anderen Jahre, wohin ich reisen möchte, beziehungsweise aus jetziger Sicht, wohin ich im Jahr 2023 gereist bin. Das Jahr ist nämlich hier gerade vorbei. Und wie ich mir die Karte anschaue, da stelle ich fest, dass von den 13 Ländern, die Südamerika hat, habe ich 11 bereist, allein in diesem Jahr. Und es wäre kein großer Aufwand gewesen, noch die anderen beiden Länder mit in den Plan reinzunehmen. Ja, ich wollte ja eigentlich nur die Länder mitnehmen, die mir noch fehlen. Ja, aber komm, es ist tatsächlich möglich, alle 13 Länder in einem Jahr zu bereisen. Und in dieser Folge erfährst du die, naja, vielleicht nicht perfekte Reihenfolge, aber zumindest eine sehr gute Reihenfolge. Ich berücksichtige dabei erstens die Jahreszeit und damit das Wetter, also die Trockenzeit. Und dann, dass du nach Möglichkeit Direktflüge hast. Ich sag dir, das ist hier unten kein Spaß, wenn du zur falschen Jahreszeit am falschen Ort bist. Die Regenzeit, das ist ja nicht nur der Regen, der hört ja auch mal auf. Es ist diese Feuchtigkeit in der Luft, die so fies ist. Und natürlich auch die ganzen Mücken. Deswegen würde ich dir dringend anraten, dich weitestgehend an diese Ideen zu halten, weil ansonsten, da werden die Länder echt nicht schön. Es kann zu heiß werden, wenn du dort bei über 40 Grad in der Hitze bist. Macht das keinen Spaß mehr. Und ja, Südamerika kann auch zu kalt werden. Das habe ich alles für dich berücksichtigt. Bedenke natürlich, dass sich so etwas wie Flugverbindungen dagegen auch mal ändern können und es tatsächlich natürlich auch mal politisch zu Veränderungen kommen kann. Also das ist eine Momentaufnahme vom Jahreswechsel 2023 auf 2024. Meine Reise hat begonnen und so würde ich es dir auch empfehlen in Santiago de Chile. Das ist natürlich aus europäischer Sicht am weitesten weg, aber dann hast du die lange Reise schon mal hinter dir und es hat weitere Vorteile. Chile ist sehr europäisch, sehr organisiert und deswegen wirst du dich dort auch ein Stück weit heimisch fühlen. Solche Länder wie Paraguay, Kolumbien, das ist totales Chaos, das sind die Endgegner. Also gerade Kolumbien solltest du dir wirklich ans Ende legen. Ja, aber sowas wie Uruguay oder auch Chile, ja, das ist so wie in Spanien und deswegen ist das zum Ankommen ganz gut. In Chile haben sie zusammen mit Paraguay auch das fieseste Spanisch, das fieseste Genuschel. Ich gehe mal davon aus, dass du in der spanischen Sprache noch nicht so fit sein wirst und im Laufe des Jahres da reinwächst. Also fang ruhig da unten an, verstehst du sowieso nichts. Dafür können recht viele von denen passables Englisch. Im Übrigen ist Chile zusammen mit Uruguay auch das teuerste Land auf dem Kontinent. Und da ist es doch besser, dass du hier ankommst in einem Land, wo die Preise immer noch etwas unter deutschem Niveau sind, aber es von da aus dann immer günstiger, günstiger, günstiger wird. Das ist besser, als wenn du günstige Preise gewohnt bist und dann in ein anderes Land kommt, wo auf einmal alles doppelt und dreifach so teuer ist. Ja, das ist immer noch günstiger als Deutschland, aber du bist das auf einmal nicht mehr gewohnt. Also fängst du an in Santiago de Chile, da kommst du von Madrid aus direkt hin, also nur einmal umsteigen in Madrid und da kann man es ein paar Tage aushalten, ist jetzt nicht der Mega-Burner, aber zum Ankommen ganz nett. Von dort aus kannst du an den Pazifik gehen, nach Valparaíso und Viña del Mar. Von dort aus in den Süden, Concepción, Valdivia, vielleicht sogar Puerto Montt. Das sind, da gibt es so einige recht deutsch geprägte Dörfchen und das ist schon recht nett. Ich habe bei diesem Reiseplan mal unterstellt, dass du Anfang Januar anfangen würdest, also von Januar bis Dezember und 12 Monate. Und deswegen wärst du dann auch in der guten Jahreszeit dort. Im Sommer, wir sind hier auf der Südhalbkugel und ja, das ist dann eben dort ein angenehmes Wetter. Von dort aus kannst du die Grenze passieren und rübergehen nach Bariloche in Argentinien.
Bariloche, ein absoluter Traum. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Schweizer Bergsee mit den Alpen außenrum. Fachwerkhäuser, auch super deutsch geprägt und ja, wundervoll, wird dir gefallen. Argentinien ist sehr weitläufig. Da solltest du dir nicht allzu viele Busreisen antun. Wenn du es dir richtig hart geben möchtest, dann kannst du runter nach Ushuaia. Das ist nach meinem Kenntnisstand die südlichste Stadt auf der Erde überhaupt. Ne? Wenn schon, denn schon. Natürlich dann aber auch nur im Januar. Ansonsten ist es viel zu kalt. Ja, oder du lässt das halt weg und machst dann davor im Norden weiter. Mendoza ist schön, die Weingegend. Einer der besten Weine der ganzen Welt. Ich hatte mir dort mit dem Kollegen zusammen ein Auto gemietet, einen Mietwagen. Das war jetzt preislich überschaubar. Wenn ich mich richtig erinnere, 35 Euro am Tag, das geht. Und von dort aus sind wir dann über San Luis und Villa Belgrano nach Córdoba. Von Córdoba dann nach Buenos Aires. Und insgesamt würde ich sagen, Chile vielleicht 2 Wochen, Argentinien 6 Wochen. Argentinien ist ein ultra günstiges Land noch. Was der neue Präsident bringt und ob es da Unruhen gibt, das musst du natürlich dann tagesaktuell bewerten. Und in günstigen Ländern halte ich mich natürlich gerne etwas länger auf und in teuren Ländern etwas weniger. Buenos Aires, mindestens 2 Wochen. Da ist so viel zu erkunden. Das ist eine der genialsten Städte auf dem ganzen Kontinent. Du kommst von dort aus mit der Fähre rüber nach Uruguay, nach Colonia Sacramento, das kann man ruhig mitnehmen, ansonsten eben gleich nach Montevideo in die Hauptstadt. Uruguay ist so ziemlich das Gegenteil preislich von Argentinien. Die Preise werden sich dort in etwa verdreifachen und da wirst du dann schon schlucken müssen. In Uruguay kannst du die Küste entlang gehen, dort kann man schön mit Bus von der einen zur nächsten Stadt. Dort gibt es dann noch La Paloma, also die Taube, und Punta del Este, die Stadt, der Punkt des Ostens. Dort wird dann der breite Fluss zum Meer. Wenn du dich an diesen Zeitplan hältst, dann hast du nämlich auch die Urlaubssaison der Einheimischen galant umschifft. Im Januar haben die Argentinier Urlaubszeit und da gehen die alle an die Küstengebiete und an die Strände. Aber du bist ja noch im Hinterland, allenfalls in Buenos Aires, da merkst du das nicht so. Und wenn du dann im März nach Uruguay kommst, dann ist so die Hochsaison auch gerade vorbei. Es ebbt ab. Du wirst es ruhig haben, entspannt haben, immer noch was los, aber eben nicht überlaufen und sauteuer. Ich bin dann Mitte März weiter nach Brasilien. Ich habe das mit einer sehr langen Busreise getan, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Alternative wäre dann einfach reinzufliegen. Brasilien ist unfassbar groß und es ist ja auf der Karte schon groß. Es gibt die sogenannte Mercator-Darstellung. Das bedeutet, dass der runde Globus auf eine, naja, viereckige Karte zentriert wurde. Und deswegen sind die äquatorialen Staaten, die werden kleiner dargestellt, als sie eigentlich sind. Und die Polstaaten, sowas wie Grönland oder auch Argentinien, wird größer dargestellt. Das ist eine perspektivische Sache. Brasilien macht die Hälfte vom ganzen Kontinent aus. Ja, ernsthaft. Da kriegst du quasi ganz Europa rein. Und jetzt ist ja nun unsere Prämisse, dass wir nicht jede Stadt und jeden Stein gesehen haben, sondern jedes Land gesehen haben. Und ich sag mal, konzentrier dich dort so auf den Süden, auf das untere Drittel. Blumenau hat mir sehr gut gefallen. Florianopolis ist sicherlich schön. In Sao Paulo an dem Flughafen kommst du nicht vorbei. In der Stadt hast du nichts verpasst, meine Meinung. Für mich ist das ein Moloch. Und da am besten umsteigen und gleich weiter. Rio de Janeiro ist natürlich schön, wenn auch hochpreisig. Und dort unbedingt meine Sicherheitstipps aus dem anderen Podcast bzw. Video befolgen. Ja, man kann sich in Brasilien natürlich lange aufhalten, wenn man auch noch den Nordosten mitnimmt, mit Bahia und Fortaleza, San Salvador. Sagen wir mal, lass dir das für eine weitere Reise ein andermal offen und geh stattdessen dann von Sao Paulo nach Paraguay weiter.
Wenn wir jetzt 2 Monate hatten, Januar und Februar für Chile und Argentinien, 2 Wochen Uruguay, dann würde ich sagen, Brasilien, da kann man schon ganz gut 6 Wochen bleiben. Damit ist der April vorbei und du würdest im Mai in Paraguay ankommen. Das ist ein guter Monat für Paraguay, weil dort ist es nicht zu kalt und nicht zu heiß. Dort ist Herbst, immer noch schönes Badewetter. Man muss sagen, jetzt hat Paraguay nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Wenn du dort in der Hauptstadt Asunción und in Encarnación unten im Süden gewesen bist, dann hast du im Prinzip das Wichtige gesehen. Man könnte auch noch mal nach Ciudad del Este und zurück nach Brasilien rein, um dir dort die Wasserfälle anzuschauen. Das ist so eines der schönsten Naturhighlights des Kontinentes, aber dennoch 2 Wochen reichen. In meiner Planung würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du 4 Wochen in Paraguay bleibst. Nicht, weil das so wahnsinnig schön ist, sondern weil ich mir vorstellen könnte, dass du nach 4 Monaten mit einem hohen Reisetempo auch mal runterkommen möchtest und mal durchatmen möchtest. Dass du auch mal einfach eine Woche, 2 Wochen nur im Hotelzimmer bleibst und mal gar nichts machst, ne? Also zum Pool gehen, zu schönen Restaurants und zurück. Und das braucht man auch manchmal, um seinen Energieakku wieder aufzuladen. Und dort finde ich Asunción nahezu perfekt, weil es sicher ist, weil es geniale Restaurants hat, weil es super günstig ist. Deswegen zumal so 2 Wochen chillen und durchatmen, ne, wäre das meine Empfehlung. Von dort aus weiter nach Bolivien. Bolivien habe ich unterschätzt. Das liegt so unspektakulär mittendrin und sieht so bergig aus, aber wow, da ist es so viel zu erkunden. Wenn du Santa Cruz umschiffen kannst, ist noch besser. Ich musste von Paraguay nach Santa Cruz fliegen. Andere Flughäfen, die wurden von Paraguay aus nicht direkt angeflogen. Ist nicht schlimm. Santa Cruz ist zum Ankommen okay, aber wenn du es nicht gesehen hast, hast du auch nichts verpasst. Ist eine Stadt, die heiß werden kann, jedoch im Juni geht's. Du weißt, wo der Äquator liegt, ne? So über Ecuador, deswegen heißt er ja so, und dann einmal übers Kongo-Becken. Asunción, São Paulo, dort ist der südliche Wendekreis. Also dort ist die Sonne am südlichsten Punkt, sozusagen Weihnachten. Und der nördliche Wendekreis, der geht durch Kuba und über die Cheops-Pyramide. Dort ist die Sonne dann am 21. Juni, dass du das so ein bisschen im Hinterkopf behältst. Ja, wir sind im Juni, wir sind in Santa Cruz. Von dort aus bin ich weiter ins kleine Dörfchen Samaipata im Hochland. Da ist es dann auch nicht mehr so heiß. Musste nicht unbedingt gesehen haben, aber Sucre. Die Alternative wäre also, vielleicht kommst du von Paraguay direkt nach Sucre oder auch in Santa Cruz mit dem Flugzeug dann weiter dorthin. Sucre ist malerisch klein, obwohl es eine Hauptstadt ist. Eine wundervolle Kolonialarchitektur, ebenfalls schicke Restaurants und die sprechen dort das sauberste Spanisch auf dem Kontinent. Falls du spätestens dort Lust bekommst, die Sprache zu lernen, da gehst du ins Kultur Berlin, bestellst dem Klaus einen schönen Gruß von mir und machst da mal 1, 2 Wochen Sprachkurs. Nirgendwo auf dem Kontinent kannst du Spanisch so gut lernen und verstehen wie dort. Ich bin von dort aus weiter in den Süden geflogen, in die Weingegend nach Tarija. Wenn dir Mendoza gefallen hat, dürfte dir auch das gefallen. Von dort aus bin ich weiter nach Cochabamba. Hat eigentlich nichts wirklich Besonderes. Trotzdem habe ich mich dort wohlgefühlt, weil ich da nichts vermisst habe. Hat mich irgendwie so an Asunción erinnert. Ne? Nette Restaurants, Raya Veggie-Restaurants, vernünftiges Preisniveau. Hat einfach gepasst. Wenn du so ein bisschen Tempo machen möchtest, kannst du es auch überspringen. Objektiv gesehen hat La Paz mehr zu bieten. La Paz ist die Regierungsstadt, liegt so zwischen 4000 und 5000 Meter Höhe. Zusammen mit der, ich sag mal, Schwesterstadt El Alto. Und das ist ein Riesenabenteuerspielplatz. Mit den Seilbahnen rund um die Stadt fahren und der Hexenmarkt und der größte Markt auf dem ganzen Kontinent. Sehr viel zu erleben, sehr touristisch. Auch dort fühlte ich mich sicher. Ist natürlich ein bisschen frischer.
Aber ja, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Selbst ich will da ein zweites Mal nochmal hin, weil ich den Eindruck habe, nicht ansatzweise alles gesehen zu haben. Bolivien, sag ich mal, 6 Wochen kannst du es da gut aushalten. Beachte auch, dass Juni, Juli, August, das sind die schwierigsten Monate, weil entweder ist es zu kalt, Argentinien so, kannst du vergessen, und Chile, da frierst du dir einen ab. Paraguay ebenfalls. Und in der Karibik oben im Norden ist es dann wiederum zu heiß. Und deswegen kannst du es dort in diesen Monaten so in den Bergen von Bolivien und Peru am besten aushalten, hat dann auch Trockenzeit. Ja, ich sag mal 6 Wochen Bolivien, 6 Wochen Peru. Das würde ich auf dem Landweg machen. Du kommst von La Paz zum Titicacasee, zur Sonneninsel Isla de Sol und von dort aus nach Peru rein. Peru, Arequipa, habe ich leider persönlich versäumt, aber alle anderen waren davon begeistert und hab's mir empfohlen. Von dort aus ist es nicht mehr so weit nach Cusco und Machu Picchu. Cusco für mich überhaupt nach Cartagena, die zweitschönste Stadt auf dem Kontinent. Ja, und Machu Picchu, klar, muss man gesehen haben. Wenn du es einrichten kannst, dann mach den Inca Trail. Das bedeutet 5 Tage lang hinlaufen, dass du dich diesem Ort also auch würdig näherst. Ich habe es mit dem Zug gemacht. Euer Taitambo liegt mittendrin, fand ich auch ganz nett. Lima, da spalten sich die Geister. Einige sagen, das Schönste an Lima, das ist der Flughafen, dass du schnell wieder wegkommst. Ich fand es jetzt im Zentrum, fand ich es ganz nett. Und auch so die Backpacker-Gegenden wie Miraflores. Ist okay, kann man auch dafür eine Woche aushalten. Peru ist ebenfalls sehr, sehr groß. Wenn du es dir mit dem Bus zutraust, nach Norden zu gehen, dann mach das. Ansonsten vielleicht auch mal wieder fliegen und dort etwas abkürzen. Ach ja, Nachtrag. Wenn du über die Grenze von Bolivien nach Peru gehst, hättest du auch die Möglichkeit, nochmal den Norden von Chile zu sehen, die Atacama-Wüste, ebenfalls sehr beeindruckend. Bolivien und Peru jeweils 6 Wochen macht 3 Monate. Juni, Juli, August ist vorbei und im September kommst du nach Ecuador. Ecuador hat relativ weit südlich die Stadt Cuenca. Cuenca ist wiederum die nördlichste Stadt von den Inka gewesen. Die ist sehr schön, solltest du mitnehmen. Und dann natürlich ist das Highlight die Galapagos-Inseln. Da kannst du es locker 1 oder sogar 2 Wochen aushalten. Ich empfehle dir einen Gabelflug von Guayaquil hin auf die eine Insel, egal wo du anfängst, mit dem Schiff rüber auf die andere Insel und von dort aus mit dem Flieger dann nach Quito. Diese Bootsfahrten zwischen den Inseln, Herrgott, man braucht sie jetzt auch nicht mehrfach zu machen und Guayaquil zweimal brauchst du auch nicht. Also überhaupt Guayaquil ist eine Sache, wo auch 2, 3 Tage reichen. Hat das höchste Gebäude von Südamerika, so ein Turm mit einer schönen Aussicht, aber ja, man muss es nicht übertreiben. Quito, Weltkulturerbe, ist schon hübscher. Also wenn du jetzt 3, 4 Tage in Cuenca gewesen bist, 2, 3 Tage in Guayaquil, vielleicht dann noch so ein bisschen die umliegenden Strandstädte wie Montanita, 2 Wochen Galapagos-Inseln. Galapagos ist hochpreisig, vielleicht reichen dir auch 10 Tage. Und dann noch so 5 Tage Quito. Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Jetzt bleiben noch Oktober, November, Dezember für die anderen Länder. Und jetzt wird es tatsächlich etwas tricky. Wäre ja naheliegend, von Quito rüber nach Cali, Bogota, Medellin, ist die eine Möglichkeit. In den Bergen geht das Wetter auch noch. Ansonsten hast du dort Oktober in der Karibik an der Küste hast du Regensaison und im November sogar die Hurricane-Saison. Das heißt jetzt nicht, dass dir da ein Tornado den Scheitel wegzieht, aber auch das führt zu Hochdruckgebieten und Luftfeuchtigkeit und das ist echt nicht schön. Du solltest zusehen, dass du dann dort rüberkommst in die Guyana-Länder. Britisch-Guyana, Französisch-Guyana, Holländisch-Guyana, auch als Suriname bekannt. Und da kann man es am November noch am besten aushalten. Tja,
Entweder fliegst du von Quito nach Panama City. Das gehört zwar nicht zu Südamerika, aber kann man sich auch mal anschauen, auch wenn es nicht die beste Reisezeit ist. Von dort aus solltest du rüberkommen nach Georgetown. Das ist die Hauptstadt von Guyana. Und dann auf dem Landweg weiter nach Paramaribo in Suriname. Von dort aus weiter nach Französisch-Guyana. Dort die Grenzstadt Saint-Laurent wurde mir als sehr ziemlich abgewrackt beschrieben. Ich fand es da eigentlich ganz nett. Und von dort aus passt er auf dem halben Weg nach Cayenne in die Hauptstadt, die europäische Raumbasis. Ja, Französisch-Guyana ist ein Teil von Frankreich und gehört damit zur EU. Kann man sich also auch angucken. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du musst von Quito, wie auch immer, wahrscheinlich über Bogota noch einmal umsteigen auf die Insel Aruba. Und von der Insel Aruba, die holländisch ist, kommst du dann so nach Paramaribo. Dann müsstest du mit dem Taxi in die andere Richtung. Erst nach Georgetown, dann wieder zurück und von dort aus mit dem Taxi nach Französisch-Guyana. Es ist wirklich kompliziert. Die drei Länder liegen nebeneinander und da gibt es keine Flüge. Das ist total kompliziert. Ja, wobei doch von Suriname nach Guyana gibt es Flüge, aber nach Französisch-Guyana nicht. Da musst du ernsthaft von Paramaribo nach Amsterdam, Amsterdam-Paris und von dort aus zurück nach Französisch-Guyana. Furchtbar! Kolumbien würde ich mir als Schlussstation nehmen, weil Kolumbien ist großartig. Dort ist so viel zu entdecken. Medellin, die Stadt des ewigen Frühlings mit einem wundervollen Klima. Dann Cartagena, ich erwähnte bereits, für mich die schönste Stadt des ganzen Kontinentes. Santa Marta fühle ich mich sehr wohl, auch gerade kulinarisch. Venezuela fehlt uns noch. Meine Idee ist runter nach Bucaramanga und von dort aus mit dem Bus einmal rein. Allerdings bekomme ich jetzt auch mit, dass Venezuela mehr und mehr befriedet wird. Die waren jetzt so 2021, 2022 so quasi im Bürgerkriegszustand. Dort hätte ich es echt nicht lange aushalten wollen, aber ich hoffe und habe dort Anzeichen gesehen, dass es 2024 besser wird. Also vielleicht kannst du auch wirklich nach Caracas rein oder zumindest die Isla Margarita. Die ist auch sicher und sehr, sehr schön. Beides zusammen, Venezuela und Kolumbien, 2 Monate und ja, damit ist das Jahr vorbei. Wenn du jetzt noch Zeit, Lust und Budget hast, kannst du gleich weitermachen mit Zentralamerika, denn die Monate Januar, Februar, März, April, die sind für die Karibik und damit auch für Zentralamerika wirklich perfekt. In Panama gibt es mehr zu erkunden. Costa Rica ist landschaftlich ein Traum, wenn auch das hochpreisigste Land überhaupt, noch teurer als Uruguay. Dort würde ich es auf 2 Wochen beschränken. Ja, dann dafür 6 Wochen Nicaragua, die Insel Ometepe, wundervoll. Wenn du Zeit hast, kannst du auf die Little Corn Island gehen. Bisschen kompliziert hinzukommen, aber auch ein absoluter Traum. Und die echte Karibik, die wirst du nirgendwo günstiger bekommen als dort. Honduras rate ich von ab, abgefuckt und gefährlich. Da noch lieber 2 Wochen El Salvador, Surf City. Und dann ist es auch okay, wenn es dann im April, Mai langsam warm wird. Ja, und Guatemala hat mir am allerbesten gefallen auf dem Kontinent. Dort haben sie wieder Hochland. Wenn du dann dort im Mai, Juni bist, ist es auch nicht mehr so schlimm, weil das Hochland, das relativiert dann die Hitze. Zurückfliegen kannst du dann sehr günstig von Cancun aus. Oder wenn du dir das halbe Bonusjahr Zentralamerika nicht gönnen möchtest, dann kommst du entweder von Bogota sehr günstig zurück oder du machst nochmal einen kleinen Abstecher und nochmal 1-2 Wochen Domrep. Auch dort gibt es für 400 Euro und gibt es dann One-Way-Flieger zurück nach Frankfurt ohne Umsteigen. Jo, und das war dann 1 Jahr Südamerika, alles drin, alles dran. Ich denke, mit 2000 Euro im Monat kommst du hin. Wenn du dich in den genannten teuren Ländern entsprechend weniger aufhältst, ansonsten denke ich maximal 3000 Euro im Durchschnitt, das sollten dann ausreichen.
für eine Person gerechnet, Familie natürlich mehr. Und mit den Flügen, ja, musst du auch schauen, finde ich jedoch immer noch preislich ganz okay, weil das ja keine Langstreckenflüge sind. So mit 1-200 Euro, teilweise unter 100 Euro bist du dabei. Vielleicht willst du auch gar nicht zurück. So ging es dann ja mir. Vielleicht möchtest du dauerhaft hier bleiben und vielleicht möchtest du auch, dass sich die Reise gegenfinanziert. Und wenn du jetzt ein bisschen langsamer reist, ne, aus den 1 Jahren anderthalb oder 2 Jahre machst, und es aber dafür dann kostenneutral ist, ist das vielleicht eine spannende Alternative. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du dich mit der Akademie für digitalem Arbeiten dort beschäftigst, weil du dort die Möglichkeit hast, locker 1.000, 2.000 Euro dazu zu verdienen, wenn du reist. Wenn du nicht reisen möchtest, sondern an einem Ort bleibst, ja, und ein normaleres Arbeitspensum hast, dann sind natürlich auch 3.000 Euro drin. Und wenn dich das interessiert, dann schau doch mal vorbei auf unserer Seite www.rausabend.de und ein Schrägstrich und Info dahinter, beziehungsweise nur auf rausabend.de, ist auch ein Link zu dem Videokurs 25 Möglichkeiten im Ausland Geld zu verdienen. Dinge, die für die meisten nicht funktionieren, aber auch die Tätigkeiten als Online-Manager, die in der Akademie für digitales Arbeiten ausgebildet werden. Und wenn du sagst, jawohl, so Work und Travel, günstig leben, aber gutes Geld verdienen und dann lieber ein bisschen langsamer reisen, dafür aber mehr Geld haben und kein Erspartes angreifen müssen, wenn dich das interessiert, dann schau doch vorbei und vielleicht sehen wir uns dort. www.rausabend.de. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de.